Um es vorweg zu sagen, Frau Dittfurth, Sie sind nach Aktenzeichen Elsässer Dittfurth AZ 2501419-14 dazu verurteilt worden, es unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise Ordnungshaft bis 6 Monaten und im Wiederholungsfall bis 2 Jahren zu unterlassen, den Kläger Elsässer als glühenden Antisemit zu bezeichnen. Kennen Sie die Begründung für das Urteil? Ja, klar, die kenne ich inzwischen, die habe ich gelesen. Und der Kern der Geschichte ist, dass dieses Münchner Landgericht tatsächlich der Auffassung ist, und das hat ja viel Empörung auch im Ausland erregt, dass nur noch der ein Antisemit genannt werden darf, der sich positiv auf die Zeit von 33 bis 45 bezieht. Damit hat dieses Gericht in München Deutschland auf einen Schlag von der Mehrheit seiner Antisemiten befreit. Das leuchtet mir ein. Sie haben ja der Taz verraten, dass es Ihnen schwerfallen würde, in einem Land zu leben, in dem man einen Antisemiten nicht mehr Antisemiten nennen kann. Meine Frage wäre nämlich gewesen, ob das Problem nicht darin besteht, dass es viel schwerer geworden ist, genau nachzuweisen, tatsächlich nachzuweisen, dass jemand Antisemit ist. Nein, das ist eigentlich gar nicht schwer, weil wenn man den modernen, und da muss man ein bisschen mit der, ich habe einen Haarmund, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, der moderne Antisemit, wenn man ihn fragt, ob er Juden hasst, sagt empört, nein, das ist tabu. Aber dafür verstehen alle seine antisemitischen Anhänger sehr genau, wenn er Codes verwendet und Synonyme wie Ostküste oder angloamerikanische Finanzoligarchie oder mit der klassischen antisemitischen Metapher kommt von hier das Böse. Angloamerikanische Finanzkapital und da das gute deutsche Industriekapital. Also es gibt eine Reihe von Sprachregelungen, die das ersetzen. Gehen Sie denn in Revision? Ja, ich sammle jetzt für die Kosten der ersten Instanz und kriege sehr freundliche Reaktionen, aber habe auch viele Anhänger, die ganz wenig Geld haben. Also da kann noch geholfen werden. Und dann kommt die zweite Instanz, ja. Okay. Und dann werden wir sehen. Ja, ich würde ja gerne in diesem Land leben bleiben, wissen Sie? Verstehe ich. Vielleicht machen Sie es mit Crowdfunding. Das wird schon getan in den Netzen. Es gibt Soli-Partys, es gibt auch Musikgruppen, die helfen und so. Wir werden sehen. Sie kennen ja die Protestbewegung aus eigener Erfahrung seit vielen Jahren. Was hat sich denn gegenüber den Protesten von früher, nicht nur verbal, sondern auch sonst, geändert? Was wir haben, ist heute, ich sag mal ganz kurz und drastisch, wir haben die schlimmsten rechtspopulistischen und antisemitischen und rassistischen Aufmärsche seit 1945. So frech, so unverfroren, so offen aggressiv waren die verschiedenen Strömungen der neuen Rechten bis hin zu den offenen Faschisten, die es ja auch noch gibt, noch nie. Jetzt sagen ja Leute von Pegida gerade nichts. Das heißt, die sind sehr schwer festzunageln, weil sie ja auch der Ansicht sind, nicht nur der Staat ist böse, sondern wir sind ja auch böse, weil wir mit dem Staat unter einer Decke stecken als Medien. Das heißt, es ist sehr schwer, verbal da ranzukommen. Ach, finde ich nicht, weil die äußern sich ja in Fluten im Netz und in den sozialen Medien kann man alles nachlesen, was die denken. Und da wird einem dann richtig schlecht und man weiß dann auch, warum die von ihren sehr aggressiven Ordnern in ihren sehr autoritären Strukturen immer genötigt werden, auf ihren Demos möglichst nichts zu sagen, weil es nicht so früh auffallen soll. Wenn man also dieses ganze dieses ganze Spektrum der Abkürzungsnazis hat ja auch noch intern unterschiedliche Probleme. Also es gehen auch ein paar Leute hin, die nicht genau wissen, wem sie da nachlaufen. Aber man sollte nicht so viel Mitleid damit haben. Und man sieht jetzt im Moment, oder anders gesagt, man sieht jetzt im Moment in der Nahsicht etwas, was später in deutschen Geschichtsbüchern vielleicht verwischt aussehen wird. Man kann jetzt sehr genau beobachten, im Detail beobachten, wie völkische Bewegungen entstehen. Mhm. Die klassischen Koordinaten, mit denen wir bis jetzt ja immer solche Demonstrationen und auch die Leute eingeteilt haben, also links, rechts, kommunistisch, kapitalistisch, wie auch immer, die scheinen ja nicht mehr zu funktionieren. Aber ein neues System ist ja noch nicht so richtig da, oder? Doch, wenn man sagt, links ist auf der Seite der Ausgebeuteten und Gedemütigten zu stehen, das ist immer noch sehr klar. Verwirrt werden soll das nur von ein paar Linken, nationalbolschewistischen Linken, nationalen Linken.
Dazu gehören leider auch ein paar Mitglieder der Linkspartei, die jetzt im Pakt sind mit dem, was aus den Montagsmahnwachen dieser neuen Querfront inzwischen geworden ist, weil sie hoffen, sie docken so an das Volk an. Also sie vermeiden und verhindern geradezu offene Auseinandersetzung. Und es ist wie immer, Aufklärung über Antisemitismus und Rassismus endet immer da, wo es Interessen gibt, die dagegen stehen, wo der eine sagt, ich will das aber glauben, ich will andere Menschengruppen entwerten, weil das ist meine Krisenbewältigungsstrategie in diesen Zeiten. Und da kann man sich dann anstrengen mit der Aufklärung, wie man will. Da ist dann irgendwann leider eine objektive Grenze. Norbert Bolz, der neulich bei uns im Studio war, der sagte, es geht darum, eigentlich Echoräume nur zu finden. Also Leute gehen dahin, um ähnliche Leute zu finden und sozusagen insgesamt lauter zu sein. Also eine klassische Nummer, die ich jetzt in diesem fast ein Jahr der Auseinandersetzung mit diesen Strömungen rausgefunden habe, ist, es ist so, die sagen dann immer, es ist die Systemmedien. Ich habe ja auch als Linke ganz viel Kritik an Medien, das ist ja nun bekannt. Aber sie sagen immer, die Systemmedien, die lügen alle. Und dann sage ich, bitteschön, also wenn ich so in Einzeldiskussionen bin und die Sache ruhiger wird, sage ich, was guckst du denn, was liest du denn? Und die lesen grundsätzlich, die gucken sich nur die YouTube-Kanäle an, gucken sich nur dieses unsägliche Russia Today Deutsch an und andere Sachen. Die gehen nur dahin, wo ihre Ressentiments, ihre Vorurteile bestätigt werden. Überprüfung, Selbstreflexion gibt es da gar nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Jutta Dittfurth. Ich danke Ihnen auch.